Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind losgezogen, um ein Boot zu finden. Und Kenny dreht langsam am Rad. Oh Mann, oh Mann. Willst du reden? Meinst du, Maus, sind sie sicher? Halt nach Chuck Ausschau. Keep your eye out for Chuck. He might be waiting for us around here. Yeah, sure. Wieder der Glockenturm. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? Das könnte von Vorteil sein. Vielleicht wollen sie uns ablenken. I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Let's keep moving. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. Oh mein Gott. Kein Boot. There's gotta be a boat. There's gotta be. Ich glaube nicht, Zeit für Plan B. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a Plan B. This is the plan! It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Scheiße, Mann. Kein Boot da. Keine Flucht möglich. This one might still be salvageable. Was, ernsthaft? You better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Also ein Schiff werden wir ja bestimmt nicht mehr finden. Und ich glaube, Kenny fährt sich hier echt ein paar Filme, aber wir können ihn natürlich auch nicht vom Kopf stoßen, denn er hat schon genug mitgemacht. Und wir schauen uns einfach mal hier im Areal um. Da der Zeitungsstand, vielleicht steht da irgendwas, was wir noch nicht wissen. Hier ist eine Kasse. An abandoned newsstand. Ah, sieht nicht gut aus. It's an old cash register. Not much use these days. Nee, das Geld bringt uns wirklich gar nichts. Was ist das für ein Haus? Must have taken weeks to board up all these windows. Ja, das ist gut verbarrikadiert. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Eine Quarantänestadt. Mensch, hier lebt ja gar keiner mehr. Boah, übel, übel, übel. Immer diese Spießer. What is this meant to be? Some kind of warning? Do something like this. Krass.
Krass. Das ist ja richtig mies. Nee, wir schießen nicht. Das ist zu auffällig. Wir lassen die da so hängen. Weil da können wir uns wirklich nicht jetzt, können wir echt nicht rumballern. Boah, wie viele Leichen. Das Barricade does a good job of making me not want to go any further. Aber wer ist dahinter? Ob das irgendwas mit dem Typen, mit dem Walkie-Talkie zu tun hat, der uns versucht hat reinzulegen, oder versucht er uns zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich vertraue niemandem mehr richtig. What the hell are these markings? They're all over the place. DOF 680B oder 68080? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Da kann ich mir jetzt nichts zusammenreimen. Und was haben wir hier für eine Gasse? Wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht irgendein Streuner um die Ecke winselt und uns erwischt. Aber irgendein Überlebender scheint hier sich doch einen Plan zusammengereimt zu haben. Ob wir noch auf Chuck treffen werden? Gut, dann schauen wir mal durchs Fernrohr. Vielleicht finden wir da irgendwas. Great. Needs a quarter to work. Wir hatten doch mal Münzen. Vielleicht können wir das hier mit kaputt hauen, Fernrohr. Na, das bringt ja gar nichts. Stay out. Vielleicht hat Kenny noch eine Münze dabei. Obwohl, er hatte ja auch keine, als wir damals welche brauchten. Auf der Farm. Keep out. You got a quarter on you? Don't have a lot of use for small change these days. Maybe you can find one on the street somewhere. Ja, bei der Kasse vielleicht. Da könnten wir natürlich hingehen und mal schauen. Was sagt denn Lee zu dem Boot? Also ich glaube ja nicht, dass wir das in Schuss kriegen wieder. Wie wollen wir das denn hochkriegen? Das ist doch halb versunken. Ja, sieht überhaupt nicht gut aus. Also wirklich überhaupt nicht. Gut, dann schauen wir mal in der Kasse. Scheiße, Mann. Liegt da vielleicht irgendwas am Boden rum oder so? Oh, Backe, oh Backe, oh Backe. Naja, jetzt hier die Straße abzusuchen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo eine Münze liegt. Das ist wahrscheinlich eher utopisch. Was denn, wenn wir hier weitergehen? Da ist ein... I should probably stick close to Kenny. It's too dangerous out here. Ja, und da vorne war ein Beißer an der Ecke. Also wir sollen hier in der Ecke bleiben. Das heißt, hier in der Ecke müsste auch irgendwo eine Münze vorzufinden sein. Ich meine, wir hatten uns ja mal welche genommen. Damals vom Larry, dem Vater von Lily. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Zeitungsständer. Locked. Warte mal, den können wir ja theoretisch aufbrechen. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Gas siphoned, tires removed, engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Stripped clean, ausgeschlachtet, ein Auto. Aha. Mal wieder was gelernt. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. So, dann wollen wir jetzt mal durchs Fernrohr schauen. Wo ist es denn, das gute Stück? Ah, das ist weiter da hinten gewesen. Und vielleicht sollten wir auch mal versuchen, mit dem Walkie-Talkie Kontakt aufzunehmen. So, jetzt aber erstmal hier mit der Münze rein. Und dann dürfte es ja gehen. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the hell is that? A fate worse than death. Okay, jetzt können wir wenigstens hier durchs Fernrohr schauen. Erstmal so einen Rundumblick gewähren. No sign of any boats down there. Abandoned, like
like every other place in this city. Okay, also ein Boot sehe ich hier nicht. Plenty of docks, no boats. Die Leute sind natürlich mit den Booten weg. Da vorne ist noch ein Boot, aber das sieht auch nicht viel besser aus. No way that one's salvageable. Nee, leider nicht. Nothing but water. Not a boat to be seen. Ja, und so ein Boot, da haben natürlich auch die Bürger von Savannah reagiert. What the hell? Wer ist das? Das ist aber nicht der Mann, den wir gesehen haben. Eher der... Get down! Get down! Auf dem Glockenturm. Das ist die Person auf dem Glockenturm gewesen. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Vielleicht ist es nur ein Plünderer. Klingt nach einem Plan. Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Vorsichtig. Dass so ein guter Plan ist, mit Kenny die Sache anzugehen? Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist untergetaucht. Da ist irgendein Durchgang, oder? What the? Alter! Autsch! Fuck you. Das ist eine Frau. Wer zum Teufel? You're not from Crawford. Du bist nicht der Typ vom Funkgerät. Crawford? Crawford? What the hell are you talking about? Kenny, nicht! Kenny, don't! Oh nein. No, he's with us. Oh Mann, Kenny, Kenny, Kenny. Who the hell are you people? Kenny, zurück. Kenny, back off. Unless you want this lady to give you another ass. How are you calling lady? The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? Where's Crawford? I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Warum keine Kinder? Wer hat die Glocken geläutet? Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed.
raise the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. Well, that's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Warum keine Kinder? Warst du das an diesem Zaun? Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Warum keine Kinder? Clem, was machst du hier? Clem, what the hell are you doing here? How'd you get out of the house? Well, Meade started getting really sick. Krista and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. Really? Because if it weren't for her showing up when she did, I would have beaten your brains out. That's debatable. Uh-huh. Warum keine Kinder? Yeah. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. Was hat Crawford mit ihnen gemacht? What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah, anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Oh man. Das Überleben des Stärkeren zählt nur. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Wir suchen nach einem Boot. Wir versuchen nur zu überleben. Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron! You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Just great. Na super. Oh my god. Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mom, is there a... Du willst uns einfach zurücklassen? You're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Come on, make it fast. Ach du Scheiße. Fuck me. Come on, come on.